Aber andererseits, dass ich auf meiner Expedition schon den Vaterlos gefunden habe. Das ist da, wo ich eigentlich Geld lassen kann. Ah. Ja, passt. Die Spitze vom Schwanz ist noch drauf. Oh shit. Weißt du, man will einfach zu einem bestimmten Punkt gehen, ne? Ach, dann. Oh shit. Und man hat auch gesehen, jetzt einen neuen Punkt angezielt, und da hat man einfach so eine L-lange Cut. Meine Frage, welche? Oh, Mann, der Ding auch rein. Okay, Plan B. Alle kriegen Shield, alle kriegen Damage, alle kriegen Healing. Alles ist komplett schwer. You're right, it, bitch. So, jetzt laden wir einmal durchgeschaut. Bring it on. Get down, get down. Ah, shit. Bitch! Get back here, you bitch! Verdammt. Dann müssen wir wohl hinterherkrabbeln. Oh, das bedeutet Krieg, ich frage dich, bist du bereit? Ich trink was. Fuck Gravitation. Whee! And enough. Get wrecked! Der ist ein bisschen stärker gerade, mein Freund. Glaubst du, warum habe ich ein Schild auf meiner Knarre drauf? Extra wegen solchen Momenten. Doch, drin, so uns mal. Au. Au. Gute Sache, dass ich mehr auf... Zu dem Fabi, der Engine, das ist immer relativ stark. Oh, Backe, der will nicht. Dann hab ich noch meine Lebenspflanze. Die Lebensfrosch. Wir springen hier um. Achtung! Ja. Den finden wir. Ah, daneben geschossen. Suppressing Fire! Vendetta! Komm her, gib mir die Bühne. Er ist ermüdet! Schieß drauf! Opa, ha! Geblockt, Bitch! Meine Katze steht mir einfach zu mir. Er ist vergiftet, passt. 8 Schaden pro Sekunde. Okay, aber ich brauche dich kurz. Komm jetzt zu mir. Nein, nein, nein. Nein, ich werde nicht das. Warte kurz, halt kurz still. Oh, danke. So. Was ist das denn? Achtung. Oh, bitch, bring it. Down. Found the wall. Oh. Komm her. Follow the leader, 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 follow the leader, follow him! Wartet mal, also ich komm hinterher, ich muss noch Schlepper schaffen. Ja, da kein Vorteil von einer... Ey!
Du passt da nicht durch, du bist so fett! Bitch. Au. Oh, oh, Mama. Ja, cool. Ich bin fast rum. Oh, du weißt, was das heißt. Jetzt knallt's. Au. Weg mit dir. Ganz ehrlich, fick dich, Alter. Ich geh nicht mit Tonödnisse, ey. Ich geh, wann ich will, Alter. Ich bin eine starke und abhängige Person. So, jetzt reicht's. Ich wechsle Waffe. Nein, ich kann nicht Waffe wechseln. Ich habe keine Beruhigungs... keine sonstigen Beruhigungsmittel. Aber warte, ich kann die Streusachen laufen. Ich hab. Also wenn du fangen willst... Steil und das Geld, yeah. Ich hab das, was euch vorzunehmen so gefällt, yeah. Lukas, hast du gehört? Ja, du hast da so Ding? Ja, ich hab, warte, ich habe gerade... Du brauchst zwei. Fuck. Zwei Beruhigungsbomben brauchst du. Ja, ich hab sechs. Perfekt. Ich kann eine Schattenfalle platzieren. Sehr gut, mach das doch. Ja, mach ich. Nein, ja, da. Ah, du scheiß Vieh, bleib da endlich mal stehen. Run, ah, ich würde mich nicht mehr heilen. Speed of sound. Ja. Fuck. So, scheiß doch, Maxi Trank rein. Alter. Muss eine Ration. Gut. Komm her, du fetter Arsch! Jetzt kriegst du was reingeschoben! Oh yeah! Nett mit euch! Tschüss! Er ist am Boden! Runter von ihm! Ja, der ist gar nicht von mir auf dem Boden. Totenkopf sehe ich schon. Bang. Der ist gleich auf dem Boden. So. Ein. Fuck. Aber. Ich sitze immer noch auf dem Kopf. Kriegst du nicht auf den Schalkanfall dadurch? Aber ist der zu weit down, meinst du? Oder? Ja, der hat einen Totenkopf schon. Fuck it, dann kommt er halt. Dekan für mich, achso. Ja, warte kurz, ich hau die Falle gleich hin. Falle ist hier. Das ist ein Scherz, oder? Okay, jetzt reicht's. Komm her! Ah, nein. Bring it on! Warte mal, ich glaube, ich kann noch eine bauen. Dein Arsch ist mein! Oder auch nicht. Was brauch ich denn gerade für ein Netz? Oh. Jetzt, glaube ich, hasst er mich. Folge mir! Der will meinen Arsch gerade! Der will deinen Arsch, glaube ich. Ich hab seinen Schwanz gelootet, das macht er wohl nicht. Ja, jetzt kannst du aber hier kommen. Ja. Na, hier zu mir! Dein Fuß! Komm her, du fetter Arsch. Fuck you. Nach dir? Und nochmal. Gute Nacht. Jetzt schnell zum Schwanz. Das klingt irgendwie falsch. Nee. Wo ist der denn? Hier hinten, du hast noch 5 Sekunden. Ich schaue nicht mehr. Fuck! Ah, fuck. Ja. Gute Arbeit, Paul. Gute Arbeit. Danke, danke.
Oh, ist das ein schönes Bild. Ich sehe nur mit dem Funk. Ja, man kann ganz tief ins Auge gucken, weil ich direkt da in der Falle stehe, wo er gerade reinkam. Ich stehe nur so cool daneben. Guckt so auf die Tour so. Wait, what? Und bei mir sieht einfach. Ja, ist die Kamera vielleicht ein bisschen ungünstig beim Klettern meines Charakters. Ja, ich kann ihn sehen. Ich sehe deinen Charakter, wenn ich wegrennen will. Ja, ich kletter gerade hoch. Ich möchte auf das Monster-Watch-Flug drauf. Warte mal, da war Avo nicht dabei bei den drei Abzeichen? Hm. Ja, Lebensretter, Leidensmeister. Ich habe ein paar Mal draufgehauen, bin ein paar Mal drauf gerückt, aber es hat nicht gereicht. Und jetzt gibt's wieder eine Zwischensequenz. Ich wollte gerade sowieso fragen, nimmst du das eigentlich alles immer weiterhin mit auf, oder? Ja, ich nehme das alles schon die ganze Zeit auf. Oh, wir nehmen was auf? Dann verwalte ich aber auch die bestimmten Worte, die ich mir zwischendurch ausgedacht habe, die ich sagen wollte. Können wir mal meine Sachen alle, die ich gesagt habe, bisher revidieren? Nein, die bleiben drinnen. Es gibt viel zu besprechen. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Und ich möchte euch allen für die doppelten Mühen. Ja, hey Leute. It sucks! Die fünfte hat mich mit ihrer Jagd. Na gut, ich sollte nicht wirklich reden. Ich renne mit meiner Anfangsrüstung noch rum. Gegen einen Angenaf. Ja und? Ich habe meine Rüstung einmal aufbessert. Ja, ich habe. Ja, hast du aber dennoch genug gleiche Leistung wie ich gezeigt. Schande über dich. Exakt bei Tagesanbruch. Gut. Gehen wir unser Vorhaben also noch ein letztes Mal durch. Wolltest du gleich mitmachen, was oder mag daraus auch? Ja. Unsere Jäger stoßen. Aber Fabi, dann kannst du dir vielleicht mal das coole Set craften, wovon ich erzählt habe. Was für die nächsten Missionen für dich so gut ist. Wir haben zwei Barrieren auf dem Weg unseres Ziels errichtet. Ja, wobei ich eine ja, Dings der Bums dann doch auch gerne hätte. Ja, aber läuft sie mal. Stück weit noch hinterher. Wie gesagt, die Angela-Rüstung würde ich mir dann später nochmal craften. Dadurch alles durch sind und dann den quasi plus Engine kriegen, wenn man ihn einfach mal so bezeichnen möchte. Weil dann hast du auch mehr Auswahl, paar Designmöglichkeiten, kannst die Farbe anpassen. Wenn es jetzt um die Rüstung an sich geht und nicht nur um einfach nur eine starke Rüstung zu haben. Einfach nur eine starke Rüstung, schmeißt einfach irgendwas zusammen. Er schießt es so schwer wie nur möglich mit Kanonen. Oder dann, so wie ich im Grunde keinen einzigen Wert schwach hast gegen irgendwas. Na gut, doch, ich hab gerade einen gegen den Schwachen getroffen, aber sonst. Noch einmal, bevor wir loslegen. Ja, Sir! Quartiermeister, erstellt ein Inventar unserer Vorräte. Forscher, geht mit eurer Eskorte zur großen Schlucht. Wir kommen, wenn wir wollen, so schnell voran. Naja, wir wissen ja schon, wie es geht. Oh, ich freue mich schon, wenn Fabi zum Drachen, zum der Gigante kommt. Wir können unsere Beute nicht zur Basis. Was hast du immer mit dem Giganten? Das ist alles notwendig. Nein. Was hast du denn da mit mir? Wenn er zum Odogaran kommt. Odogaran war nicht so schwer. Alter, dieses scheiß Vieh auf Crack und Speed und was weiß ich nicht, Meth gleichzeitig. Das sagst du nicht so schwer. You're already dead. Nur weil der Negagente ein bisschen tanky ist, das kann auch sonst nix. Ich werde Befehle geben, also seine Ulti, die einen One-Hit und egal was für eine Rüstung man hat quasi. Aber bis auf das. Schinken! Genau. Ja, also Shenrim kommt doch endlich mal in die Konfi rein, also in unsere Jagdgruppe. Wow! Da könnte man dir quasi helfen. Endlich da! Ich bin so nervös. Du auch? An schwarze Brett online sitzen und beitreten. Viel Glück. Und dann über ID suchen. Schwarzes Brett ist ziemlich rassistisch, ne? Natürlich. Halt dein Maul und komm. Anschlagsbrett. Wird nicht besser, mein Freund. Wird nicht besser. Ich hab den östlichen zugeschoben, Alter. Was, wegen Anschlag? Ja. Anschlagsbrett. Tafel. Oh Mann, wir sind schon ein paar komische Vögel. Ich kenne die Leute nicht. Suche via Sitzungs-ID. Copy-Paste! Schmiede. Frag mich, wie du mich da hier heute noch prüfen musst, bis ich dann endlich diese
Zeit für Knochenarbeit. Besser. Gildenkarte verschicken. Ghost nappen. Ich bin schon drin. Neppe. In was für eine Primärgruppe bist du denn, Lukas? Gar keiner. Auch Kifferstübchen. Oh. Ja, da durch mich. Yep. Wo du selber nicht drin bist. Doch, bin ich. Nee, bei mir. Okay, irgendwann eine CS-Gruppe gewesen und irgendwann wurde es dann so eine. Nee, ich war da nie 6 dran. 6 Millionen schwere Gruppe. So, what the fuck happened? Einfach nur, um in der Gruppe zu sein, die so einen coolen Namen. Okay, Gildenkarte. Okay, verschicken. Sieht man euch hier eigentlich im Game? Ja, da in der Quest. Also ich bin gerade unterwegs. Aber in den Questen sieht man es, oder wenn man nach oben geht, also von der Kantine aus. Wird man direkt dann mitgenommen, oder? Nee, du musst dann bei der Quest mit, zuerst mal deine Quest auswählen. Dann musst du anschauen, was du machen willst genau. Dann musst du es einstellen, für wie viele Leute. Okay, neue Quest bekannt machen, Aufgaben, okay. Nehmen wir mal unheimliche Schatten im Sumpf, ne? Okay. Klingt nach einer Single-Quest-Ding. Nein. Das ist eine Story-Quest, er muss nur die Cutscene anschauen. Genau, ja. Also bei Story-Quests, nur damit du das weißt, musst du quasi das Vieh erstmal entdecken. Und jeder, der die Quest schon mal gemacht hat und das Vieh schon mal entdeckt hat, kann dann beitreten. Also man muss die Quest nicht fertig haben, aber man muss diese Zwischensequenz selber schon mal gehabt haben, damit man beitreten kann. Das ist das, was ich vorhin meinte, was ein bisschen doof ist. Weil, so. Ja, war nur gut, andererseits die Zwischenfrequenz siehst du nie wieder. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 4 ist das Passwort, ne? Passcode. Warum machst du ein Passwort? Brauchen wir keines, wenn wir in derselben Gruppe sind. Aber wir sind nur, wir 4 in der Online-Gruppe. Das ist kein Passwort. Aber wenn du es jetzt so erstellt hast, müssen die anderen halt ein Passwort eingeben. So. Ja, geht echt nur eins, oder? Nein, das ist am Anfang nur, weil du die Cutscene noch nicht angeschaut hast. Okay. Also, sobald der Kampf beginnt, kann jeder nachschauen. Okay. Also, jeder, der die Mission schon mal gemacht hat. Und welches Vieh klatscht man da? Abo? Ah, kann ich selber nachschauen. Ah, Jürgen, das Wasserviech, ja. Unheimliche Schatten im Sumpf. Hoffentlich hast du keine Angst. Hallo, er hat doch noch gegen den Luftballon gekämpft. Er macht Angst. Wo Fabi tatsächlich recht hat, das könnte fast einem Horrorfilm entspringen, diese Szene. Das war einem schlechten Horrorfilm oder einem Horrorfilm. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Genau. Statt den Haufen Bambi zu verprügeln. Ja, du musst es auch jeden sagen, ne? Ganz ehrlich, da bin ich von Peter gewaved. Hier, was soll? Shannon, ist das nicht Bambis bester Freund? Wurbelt, wo wie er heißt? Ja, Plötze. Nee, Plötze hat jetzt ist einen großen Schädel und ist jetzt mein... Warte. Ja, Rammler ist ja in deiner Geschichte, Fabian. Also es ist ein Rammler, aber... heißen tut er anders. Ja, ich auch gerade. Kann nicht sein. Will ich damit sagen, ich habe mich verhört damit? Ja, wollen wir sagen. Bin nicht gut. Ich erscheine, dann möchtest du das Vieh fangen oder töten? Fangen? Was ist dieses Wort fangen? Moment mal, was ist das da? Mit dem Fangen ist allerdings tatsächlich, du kriegst danach nochmal
die Möglichkeit, das Vieh in der Arena nochmal zu kloppen und kriegst dadurch dann insgesamt etwas mehr oder etwas leichter die Zutaten von dem Vieh.